Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Lost Ark Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video gibt es einen kleinen Ausblick auf den kommenden Content in Lost Ark für 2022. Auch wenn dieser Content vorerst nur für die koreanische Version geplant ist, wird er mit Sicherheit auch bei uns den Weg ins Spiel finden, dann aber wohl zu einem späteren Zeitpunkt. Nun aber mal zu dem, was alles nächstes Jahr ins Spiel kommen wird. Geplant ist nämlich, dass eine neue Klasse den Weg ins Spiel finden soll. Diese Klasse nennt sich Painter bzw. Artist und wird wohl eine Art Supporter-Klasse darstellen. Ich habe euch dafür im Hintergrund mal den Trailer zu dieser Klasse eingebunden, damit ihr schon mal einen kleinen ersten Eindruck davon gewinnen könnt. Entschuldigt bitte, wenn die Qualität dieses Trailers nicht die beste ist. Ich muss gestehen, dass ich das Gezeigte doch recht interessant finde. Es ist eben mal eine andere Klasse fernab dem normalen, was man sonst so kennt. Wie findet ihr den eingebundenen Trailer? Spricht euch die neue Klasse an? Schreibt es bitte gerne mal in die Kommentare. Weiterhin ist natürlich auch jede Menge anderer Content geplant, darunter zum Beispiel neue Raids, eine neue Insel auf dem Meer sowie zwei neue Kontinente mit entsprechendem Story-Inhalt. Es wird auch einen speziellen neuen Kontinent geben, wo man wohl Open-World-PvP betreiben kann, und die Entwickler haben auch schon angekündigt, dass sie Maßnahmen gegen Ganking treffen werden. Ebenso sind neue Minispiele geplant, sowie weitere Quality-of-Life-Verbesserungen und wohl auch eine Art Battle-Royale-Modus mit vorgegebenen Klassen. Dieser ganze Content wird dann im Jahr 2022 stückchenweise freigeschalten auf den koreanischen Servern. Den Start wird dann die neue Klasse machen, also der Painter bzw. Artist, der ab Januar auf den koreanischen Servern dann spielbar sein wird. Das mal so als kleiner Ausblick, was an neuen Content ja nächstes Jahr kommt für Lost Ark. Wie anfangs erwähnt, wird der neue Content dann natürlich auch irgendwann den Weg zu uns finden, aber eben erst zu einem späteren Zeitpunkt. Der Release von Lost Ark bei uns wird ja am 11.02.2022 sein. Auch dazu gab es schon mal ein kleines Video hier bei mir, was den Release und andere Infos rund um Lost Ark angeht. Ich werde es euch oben in der Infobox mal verlinken, auch da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Zusammenfassung wieder gefallen. Wenn ja, drückt gern den Daumen nach oben für dieses Video. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch gern mal diesen Kanal hier abonnieren. Aktiviert die Glocke dazu, dann verpasst ihr nämlich auch keines der nächsten Videos und Streams mehr. Und nun sagt der Henry wieder Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.